Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Intercontinental Match. Dolph Ziggler gegen Kevin Owens, der neue Champion, der frische Champion im Fatal 5-Way. Kevin Owens muss sein Gold verteidigen. The following contest is scheduled for one fall and it is for the Intercontinental Championship. Ja. I'm here to show the world, I'm here to show the world. Ja, Dolph Ziggler war der Meinung, ja, ich habe dich jetzt schon zweimal hintereinander besiegt, dann besiege ich dich bei Fastlane halt nochmal, aber diesmal für den Championship. Ich glaube, dass er es diesmal aber nicht tut. Ich war zwischenzeitlich ein bisschen verzweifelt, vor allem ich habe schon das Triple Threat Match für den Number One Contender gemacht und das Tolle ist, da war Dean Ambrose noch Champion und das bedeutet, das darf ich jetzt nochmal machen. Ja, und falls ihr euch wundert, warum das United States Championship Match nicht kommt, das habe ich auch aufgenommen, bevor ich dann gesehen habe, es ist ein 2 out of 3 Fall Match. Ja, und Kevin Owens, der neue oder frische Champion, der hat ja bei Raw sein Gold geholt, wieder zurück von Dean Ambrose. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, weil das fand ich auch geil. Ja, du willst einen F5, Junge? Dann kriegst du einen F5. Aber in einem Fatal 5-Way. Boah, ey, leck mich doch. Und dann hätte auch noch beinahe Tyler Breeze gewonnen. Ich habe sogar gesagt, ja, wird ein Tyler Breeze gewinnen. Nee, ich glaube aber das finale Match gibt es dann bei WrestleMania zwischen Kevin Owens und Dean Ambrose. Letztes Jahr hatte auch Dean Ambrose die Chance, um den Intercontinental Championship bei WrestleMania zu kämpfen. Und dieses Jahr wahrscheinlich dann auch. Ja, hier sehen wir es nochmal. Intercontinental Championship. Super. Hätte mich auch gewundert, wenn der nicht auf dem Spiel ist. So much anticipation, and it all comes down to this. Ja, hier sehen wir es nochmal vom Schiedsrichter angezeigt. Es geht um den Intercontinental Championship. Ja, und nochmal zurück zum United States Championship Match. Ey, weißt du, dann gucke ich eben so aufs Handy. Ja, okay, das ist das United States Championship. Dann lese ich mir unten so ganz kurz nur durch. Dann steht da 2 out of 3 Fall Match. Ich mir so, lädst du es jetzt trotzdem hoch oder nicht? Weil ich bin dann komischerweise nicht der Meinung, dass das... Warte, wir sind Kevin Owens. Wir sind Kevin Owens, sorry. Ja, halt ansonsten hätte ich gesagt, Kalisto gewinnt, aber ich glaube ein 2-out-of-3-Fall-Match, ich glaube, das hält der nicht durch, deswegen bin ich, ich weiß es halt nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Hin und Her ist, so wie bei Kevin Owens und Dean Ambrose, hin und her, naja, richtig hin und her ist es ja jetzt nicht, es war ja zweimal Wechsel. Bisher war der Titel ja dann nochmal beim TLC verteidigt worden. Oder Kevin Owens der Meinung war, dass er sich den Titel wiederholt. Hat er ja auch gemacht. Hat er Glück gehabt, dass er nochmal so eine Chance gekriegt hat. Mich hätte das auch total gewundert, wäre Dean Ambrose als Champion zu WrestleMania gefahren. Ich glaube, so wollten die nochmal sicher machen vielleicht, dass man glaubt, dass Dean Ambrose noch zu WrestleMania geht. Ich weiß es aber nicht, vielleicht geht er auch zu WrestleMania. Aber ihr seht ja, was für einer Meinung ich bin dann am Sonntag, seht ihr das. Das Match, glaube ich, seht ihr dann am Freitag. Bin mir nicht sicher, wann ich das hochlade. Mann, der wehrt hier ständig nur ab. Der hat auch 5 Abwehrbalken, wir nur 4. Das ist unfair. Aber er hat schon 3 verloren, dadurch, dass er so schlau war und einmal was Schweres abgewehrt hat. Und das bedeutet, er verliert 2 Balken. Finde ich gut, finde ich gut. Big Boot. Falls das zulässt, ja. Auch sowas ist halt. Weh, du rollst dich weg.
Okay, du bleibst da. Finde ich gut. Woo! Wow. Willst du mich verarschen? Okay, noch im Nachhinein Pin. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Vielleicht haben wir einen leicht getroffen. Wow. One. Krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und zack. Du Dorfi. Ja, ich hätte sogar zwischenzeitlich geglaubt, dass Dolph Ziggler gewinnt. Dadurch, dass er wirklich die letzten zwei Male gewonnen hat gegen Kevin Owens. Auch in Deutschland, glaube ich. Oder? Nee, in Deutschland hat er gegen Rusev gekämpft. Bis zwei. Und ja. Aber dann habe ich mich im Endeffekt doch für Kevin Owens entschieden, weil mit Champion-Gürtel ist er nochmal viel stärker als je anders. Also, als wenn er keinen Titel hat. Ach, so weit kannst du springen, aber eben nicht, oder was? Warum, ich hab ständig eine Nase. Was? Alter, ich dachte, das wäre schon bis 3 gegangen. Warum hat ein Dolph Ziggler so viel Prozent? Mobbing! Ey! Zack! Clothesline! Nein! Clothesline! Ach, leck mich doch! Wer doch nicht zweimal hintereinander ab! Kacke! Ja, Signature! Zack! Nee! Und zack und zack und zack, ja, okay, reicht dann auch. Und Braun noch mal Pin, one, two, nein. Wieso haben wir noch kein Signature? Das finde ich unfair. So, spring jetzt auf ihn drauf. Hallo, soll der Kack, sollst auf ihn drauf springen, mach's halt jetzt. Na, geht doch. Und zack. Das ist eigentlich auch sein Signature, habe ich so das Gefühl. Aber die haben ja hier irgendeinen anderen Signature noch. Oder den Cannonball. Den Cannonball werde ich dann wahrscheinlich machen. Dann machen wir nochmal von hier. Ah ja. Dann machen wir lieber den Cannonball. Cannonball. Warte kurz. Ich weiß, dass er unten liegen muss. Okay, sitzen. Scheiße. Eins. Oh. Cannonball! Pin! Cover! 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 One! Two! War eigentlich klar. Here's your winner and still the enter! Ja, okay. Ey, was soll denn der Scheiß? Ich drück Finisher und er macht da irgendeinen Griff, den ich nicht brauch. Und... Hey, the truly the Kevin Owens Show! Hallo? Hallo? Wen willst du hier eigentlich ficken? Alter! Alter, nein! Hör auf! Oh, ich dachte, er macht Zigzag, Alter. Aber er hat jetzt erst einen Finisher. Wehe, ich bring dich um. Ich schwör's dir. Mach's nicht, probier's nicht aus. Hör auf! Ich habe mal auf jeden Fall abgewehrt, aber nicht sein Finisher. Schade. Kann ich eigentlich auch, warte. Fähigkeitenliste? Ja, Move Deep! Ich will nicht den Zigzag machen, das ist irgendwie unnötig. Was a good try! Und Cover! One, two, three! Fuck you! Der sah gerade voll so aus wie so ein Chinese, Alter. Hallo, schmeiß ihn doch um. So, die. So, zack. So, ich hab einen Plan jetzt. Jetzt mach doch den Plan. Wenn ich schon einen Plan hab, dann mach ich ihn doch auch. Okay, jetzt auf sowas zu sagen. Komm. Schneller. Come on. Und Pin. One. Two. Ja! Der Plan ist aufgegangen. Cover! Cover him! One! Two! No!
warte. Cover him! One! Two! Two! Okay, reicht. Mann, ja, die sind nicht so spannend. Der ist spannend. Aber das ist der Siegtreffer, glaube ich. Aber Hauptsache, sie zeigen den Cannonball nicht nochmal. Ach nee, war das nicht die Szene, wo ich nicht rein... Hä? Welche Szene ist denn das jetzt? Gewinne ich hier? Ich glaube, hier gewinne ich. One, two, three. Ja, hier gewinne ich. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, ein Abo da. Und da. Ja, wir sehen uns dann. Tschüss.